App und genau, mein einzig mögliches Signal war quasi mein Interface auf volle Lautstärke zu drehen und dann nochmal 12 Dezibel extra über den Rechner zu geben. In your face. Genau. Auf dem sein Gesicht. Ja, hallo und herzlich willkommen, Hendrian. Schönen guten Schwimmfloh. This is the Na? quietsche-end, my only friend, the quietsche-end. Ja. Das finde ich gut. Ich liege in meiner neuen Mensch, Badewanne. Flo, wir haben uns ja ewig nicht mehr gehört. Ja, war schön, gell? Ja. Aber Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Du liegst in deinem eigenen Saft? Ja. Selbst gemacht. Sehr schön. Nein, ich habe jetzt endlich ein neues Bad nach Mmh. einem halben Jahr oder noch länger. Ja. Ach, So richtig mit fließend Wasser? ja. Und auch in die richtige Richtung fließend? In beide. Also Uhuhu. hoch und runter. Und nicht mehr quer? Und warm und kalt. Wahnsinn. Und sogar mit Druck, der mehr ist als Tropf, 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 Tropf. Das kennt man in unserem Alter gar nicht mehr. Ja. Wäre ich doch nur so fit wie das Bad. Ja. Vielleicht musst du auch mal einen Klempner vorbeigeschickt bekommen. Ja, aber Mario hat keine Zeit, er muss die Prinzessin retten. Ich mach mal kurz die Tür zu. Okay. Jetzt sehe ich ihn gar nicht mehr. Schade. Ach, 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 ach. So, jetzt sind wir ganz unter uns. Jetzt kann ich ja meine Bohnen essen. Ich hätte auch gern Bohnen, da hätte ich jetzt einen Whirlpool. Ich kann auch zu dir reinkommen. Ja, ich rücke rüber. Aber das Entchen bleibt draußen. Das ist gemein. Ja, wir haben uns sehr lange schon nicht mehr gesprochen, Tote. Ja. Mensch, was ist so alles passiert bei dir? Ich habe mein neues Bad. Sehr schön. Ansonsten kann ich behaupten, mein Lebenswillen ist nicht weiter gesunken, Das ist schön zu hören. weil tiefer geht's nicht. Ja, Dinge. Halt. Irgendwas mit einem Virus, aber da ich arbeiten gehe und sonst wie immer zu Hause bin, habe ich davon nichts mitbekommen. Das heißt, du bist auch pestfrei? Ja. Gut. Also zumindest diese Pest. Ja. Ich habe da so eine Beule am Rücken, jetzt sollte sich vielleicht mal der Klempner ansehen. This is the pest, my only friend. Diese Beule mit den Tentakeln dran. Little Cthulhu. Ja, sonst. Ich weiß auch nicht. Ich habe meine Probezeit rum. Huhu. Das heißt, ab jetzt darf ich offiziell sagen, ich hasse alles. Yay! Und ich habe Eichhörnchenbabys vorm Fenster. Hm. Auch wenn ich nur drei der vier jetzt gesehen habe in den letzten Tagen, plus Mutter. Wie ist das eigentlich, wenn Eichhörnchen ja auch junge Vögel fressen, fressen Vögel auch junge Eichhörnchen? Große Raubvögel fressen auch Eichhörnchen, ja. Sehr gut. Ich musste aber auch die Katze schon vom Baum vertreiben.
Mistvieh. Ich sehe schon. Der Spotto ist stark in dir. Ja. Hi, Spotto. Hallo. Und bei dir so? Ja. Ich lebe immer noch. Oh, tut mir leid, das zu hören. Mir auch. Ja, diese Pest geht mir immer noch nicht genug auf den Sack, als dass ich sie verteufeln würde. Ich meine, so viel ändert sich für mich ja auch nicht. Außer, dass ich jetzt von zu Hause aus arbeiten darf. Ich muss noch jeden Tag ins Büro. Aber kürzer momentan, weil ich habe noch Überstunden, die soll ich abbauen. Nicht, dass ich da was dagegen hätte. Klappt das denn auch oder ist einfach so viel Arbeit da, dass das nur ein theoretisches Konstrukt ist? Es klappt, weil Arbeit liegen bleibt. Also jetzt, am letzten Tag bin ich länger geblieben und am Montag werde ich auch wieder zu meiner normalen Zeit gehen und mal gucken, wie lange es dauert, weil halt Monatswechsel. Da habe ich immer sehr viel zu tun, weil ich halt Löhne mache auch. Ja. Aber ansonsten probiere ich es einfach so gut, wie es geht. Ich habe ja auch was davon. Mehr Leben. Ja. Da hast du recht. Leben rockt voll. Ja. Ich wollte das, unseres. Wollte das mit dem Optimismus mal probieren. Fühlt sich falsch an. Optimist wie. Aber hallo. Pistazien. Bohnen. Wir haben es noch nicht verlernt. Nö, läuft noch. Ist noch nie. Vielleicht ist unsere Technik nicht das Wahre, aber unsere Ausdauer ist beeindruckend. Ja. Reicht auch für heute. Ach. Ich habe meine Kräuter vor kurzem mal rausgestellt. Danach hat es nochmal gefroren. Yay. Ja, die Minze kommt schon wieder, also die ist ja gut tot zu kriegen. Das Pilzkraut, ich habe mal noch einen Ableger gemacht, aber dass das da eingepflanzt ist, dem geht es nicht so gut. Was ist denn Pilzkraut? Es sieht so aus, so wie Basilikum, nur mit dickeren Blättern. Und schmeckt pilzig, wobei es mir erhitzt besser schmeckt als roh. Interessantes Zeug. Mal gucken, ob der Ableger was wird. Ja, und das Oregano hat es ein bisschen, aber das holt sich auch nochmal. Dafür habe ich schon Chilis dran. Okay. Ich hatte doch letztes Jahr... Also den Topf, in dem ich die ausgesät hatte, nach dem Vereinzeln einfach immer wieder weitergegossen und dann über Winter auf den Balkon gestellt, in den Wintergarten und immer mal gegossen. Und da hingen auch noch zwei Chilis dran, zwei alte, die jetzt vertrocknet sind. Und es war braune Blätter und ich dachte, ach ja, irgendwann mussten die jetzt da mal wegtun. Und dann kamen grüne Blätter und Blüten. Geil. Und jetzt habe ich da schon ein paar Chilis dran. Auch schon... beachtliche Größe. Okay. Ich dachte immer, die sind einjährig. Ja, vielleicht, wenn man ihnen nicht zeigt, dass das Jahr vorbei ist. Ja, das ist gut. Dann geht's vielleicht. Abgeerntet habe. Genau. Mein Balkon ist noch ein bisschen spärlich. Beziehungsweise sind irgendwie dieses Jahr mehr Zierpflanzen als echte Pflanzen draußen. Also
Bambus, meine Bananenpalme und ein bisschen Blümchen und Radieschen habe ich jetzt ausgesät. Oh. Und die erste Ernte Minze ist eingefahren. Minze. Ich habe jetzt angefangen, Pflanzen aus Pflanzen zu ziehen. Also dieses Lauch- und Frühlingszwiebeln einfach ganz unten abschneiden, in die Erde stecken und wachsen lassen wieder. Und das funktioniert ja wunderbar. Habe ich jetzt auch mal gemacht mit Lauch, geht gut. Ich will mal gucken, was es denn noch so alles gibt. Ja. Wenn unsere Hörer Tipps haben, einfach in die Kommentare. Schreibt uns auf Twitter oder eine E-Mail an mimimi@sundaymorning.de. Ach, kriegen die viele Mails. Wir könnten den eigentlich mal einen Audiokommentar an mimimi@sundaymorning.de schicken. Finde ich eine gute Idee. Ich dachte ja auch, wir hätten irgendwas für die 300. Folge aufnehmen sollen, aber das ist jetzt schon Jahre her und deswegen ist es mir ein bisschen spät. Ja, wobei ich glaube, das kannst du unter jede Folge legen. Ja. So gewisse Themen ändern sich ja über die Jahre nicht. Ja. Sunday Morning macht immer was mit Trump. Ja. Und mit dummen Menschen. Also mit Trump. Ja. Aber du hast ja bestimmt gesehen, dass Kim Jong-un nicht tot ist. Ja, das kommt drauf an. Welche Version? Die neu geklonte. Ah, okay. Yay. Verbessert. 2 Zentimeter größer. Jetzt mit verbesserter Rezeptur? Jerry Kim. Ja. Darauf ein Löffelchen Böhnchen. Ach ja. Blub, die blub, die blub. Nicht Wump. Ach so. Entschuldigung. Du sagst es. Und sonst irgendwas Interessantes erlebt in den letzten Jahren, seit unserer letzten Sendung? Bestimmt, aber ich kann mich nicht daran erinnern. Mein Umzug ist endlich komplett rum. Immerhin das. Ja. Ich brauche immer noch eine Waschmaschine. Wieso? Weil manche Dinge waschen sich einfach nicht gut in der Badewanne. Aber es sind Corona-Zeiten. Und ja, das ist mein großes Glück. Aber irgendwann muss man einfach auch mal, Meinst du? Ja. Nach so einer Woche das gleiche T-Shirt wird es irgendwann unangenehm. Wenn du nicht mehr weißt, welcher Fleck von welcher Mahlzeit kommt. Deswegen trage ich ja keine T-Shirts. Ja, ich habe noch keine Vorhänge. Und habe ein bisschen Angst, dass ich die Nachbarn zu Tode erschrecke. Ach. Wenn Jabba the Hutt am Fenster erscheint. Hat hier Oma Solo von gegenüber bestimmt Herzkasper. Die Oma von Han Solo? Ja.
Die Oma vom Hans Solo. Ach, nein, da habe ich keine Probleme mit. Ich meine, die Nachbarn sind mir egal und die Eichhörnchen sagen, guck mal, der hat auch einen Puschelschwanz. Ich wollte gerade sagen, der nächste Nachbar wohnt doch bestimmt ein paar Kilometer weit weg. Du wohnst ja quasi im Australien Deutschlands. Ja, noch nicht ganz so warm, zum Glück. Ja. Aber wundern sich die Eichhörnchen nicht, warum du den Puschelschwanz vorne trägst und nicht hinten? Ach, die denken, das ist halt ein komischer alter Mutant. Ja. Der hat seine Nüsse auch nicht versteckt, sondern trägt sie offen. Eichhörnchen müsste mal sein. Ja. Ich müsste mal die Videos hochladen. Ich habe einige sehr schöne gemacht. Auch von Mutter Eichhörnchen, wie sie sich putzt. Ah, okay. So Videos. Ja, die anderen Videos sind schon längst auf YouPorn. Okay. Ui, ist da wer müde? Ja. Dann schwimm nicht mehr so weit raus. Blub, blub, blub. Boah, das ist schon praktisch so ein langes Wochenende. Ja. Sonst hätte ich Menschen töten müssen. Und das wollen wir ja nicht. Ja, das wollen wir nicht. Okay, das dürfen wir nicht. Stimmt. Ich habe mich letztens im Büro verabschiedet mit bis morgen, wenn wir uns nicht mehr sehen, rächt mein Tod. Sie waren ein wenig verwirrt. Ach, ach, ach. Wie ich höre, rauchst du immer noch? Vielleicht. Hm. Hast du irgendwelche tollen Filme und Serien geguckt in letzter Zeit? Ach, ich habe jetzt dieses Wochenende einen ganzen Haufen Filme geguckt. Mhm. Aber ich kann hier mal durchgehen. Ich habe sogar meine Liste auf, was ich dieses Jahr schon alles gesehen habe. Denn wir haben dieses Jahr ja noch nicht wirklich viel gesprochen. Stimmt. Ich habe zum Beispiel im Januar angefangen, etwas, das ich schon lange mal vorhatte. Tagesschau. Nein, das ist so grausam, das kann ich nicht gucken. Nein, ich habe Godzilla geguckt, von Anfang bis Ende. Okay. Und das ist ein Haufen Film. Aber, also ich meine, die Story unterscheidet sich doch nicht so grundlegend jedes Mal, oder? Kommt drauf an. Also manchmal ist Godzilla der Gute, manchmal der Böse. Manchmal der Gut-Böse. Und dann kommt ein anderes Monster oder zwei oder fünf. Oder Außerirdische oder was weiß ich. Okay. Oder Baby-Godzilla. Oh, ist das sowas wie Baby-Yoda? Google mal Baby-Godzilla, dann kannst du das selbst entscheiden. Jetzt muss ich an mein Keyboard kommen. Warte, Bohnen, Pistazien, Maus, sehr gut. Baby Gorilla, nein, Baby Godzilla. Das erinnert mich irgendwie an die Dinos.
So ungefähr ist es auch von der Qualität her. Oh. Ja, vor allem gibt es einen Film aus der Original-Godzilla-Reihe, nachdem so vorher die Filme noch recht gut waren, ist der auf Kinder zugeschnitten. Oh, okay. Da spricht Baby Godzilla. Kinder sind die Hauptfiguren und die ganzen Monsterkämpfe sind aus denen aus früheren Filmen zusammengeschnitten. Mhm. Also das ist eine Katastrophe. Aber ansonsten... Klingt interessant. Ja, ansonsten sind aber echt lustige Filme dabei. Also, ich kann mich jetzt nicht beschweren und ich mag die aktuelle Reihe mit diesem Monsterverse auch. Okay. Wobei ich zugeben muss, dass mir da King Kong besser gefallen hat. Gehören die zum gleichen Verlag, oder was? Also, holen wir mal etwas weiter aus. King Kong ist ja ein amerikanisches Monster aus den 30er Jahren. Okay. Und nachdem man dann lange versucht hat, es gab also King Kong und King Kongs Sohn. Was? Ja, sogar im selben Jahr rausgekommen. Jetzt muss ich also auch noch nach Baby King Kong googeln. Nein, das sieht so aus wie der Große, nur kleiner. Das lohnt sich nicht so. Hat man jahrelang versucht, einen weiteren King Kong-Film zu machen. Es war zum Beispiel im Gespräch, weil bei King Kong wird ja dann der Affe gefangen auf der Insel und dann nach New York gebracht. Dass man ja einen Film machen könnte, der diese Rückfahrt zeigt und dass sie irgendwo unterwegs mal stranden und dann da was erleben und dann irgendwann zum Schluss wieder aufs Boot gehen. Okay. Hat alles nicht geklappt und deswegen hat in Japan Toho, die ab den 50ern Godzilla produziert haben, die haben sich irgendwann die Rechte gekauft an King Kong. Und haben dann ein King Kong vs. Godzilla rausgebracht. Godzilla vs. King Kong. Ich glaube, das ist der dritte Godzilla-Film sogar. Und dann gab es später noch einen weiteren japanischen King Kong, der noch bekloppter auf einer amerikanischen King Kong Zeichentrickserie basiert. Mit einem Roboteraffen. Und dann sind die Rechte aber wieder zurückgegangen. Dann gab es dann in den 70ern? Ja. Gab es dann ein King Kong Remake. Ja. Und es gab dann King Kong Lives. Weil King Kong stirbt natürlich im Remake auch wieder. Deswegen ist der über Jahre in dem in der Fortsetzung eine lebenserhaltende Maschinen angeschlossen. Und sie suchen einen Organtransplantat für den Riesenaffen. Okay. Also man kann sich vorstellen, welche Qualitäten dieser Film hat. Ja. Ja, dann gab es 2000 und Schlag mich tot 5, glaube ich, das King Kong Remake von, wie heißt er? Na, der gemacht hat. Tolkien. Nein. fuck, wie heißt er denn? Abrams. Nee. John Woo. Du rätst doch einfach nur ins Blaue. Nein. Peter Jackson. Ah, Michael Jackson. Auf ein über dreistündiges Werk. Das der ganzen Geschichte aber auch jetzt nicht unbedingt viel mehr Inhalt verleiht. Dafür aber optisch nicht schlecht aussieht. Ja, aber... Ja. Das war jetzt aber dann nicht der mit Jean Reno, oder? Nein, das war Godzilla. Ach Gott. Das war der erste amerikanische Godzilla. Von Roland Emmerich. Ach, guck. Ja, einer der schlechtesten Godzillas. Was? Ja. Nein. Doch. Nee. Oh. Nie im Leben, da kam hier der John Reno drin vor. Ja. Das macht aber nichts. Ja, und dann gab es, ich glaube, 2014 einen weiteren amerikanischen Godzilla. Wo Jean Reno Godzilla gespielt hat. Genau.
im Kostüm vor kurzer Trampelt. Ja. Nein, mit dem Dings aus Breaking Bad. Dem Auto. Nein, dem Wohnwagen. Ja, nein. Dem Mann mit der Brille. Ja, genau, der. Okay. Und ja, das war auch, ja, den kann man auch gucken. Das ist okay, nicht schlecht. Den haben die Amerikaner zusammen mit den japanischen Toho-Studios produziert. Aha. Und die Amis hatten halt die Rechte auch an King Kong. Mhm. Und dann haben sie Skull Island produziert. Mit, ach verdammt, mir fallen heute echt keinen Namen ein. Mit vielen Schauspielern, mit Tom Hiddleston und... Hahaha, wer ist das denn? Loki. Aus Thor, Avengers und so weiter. Da bin ich raus. Okay. Mit, wen kennst du denn? Da fällt mir denn rein. Samuel L. Jackson natürlich. Hat er in Casablanca den Pianisten gespielt, oder? Genau. Ich hätte ihn vielleicht Samuel L. Motherfucking Jackson nennen können. Ah, okay. Pulp Fiction. Ja. Okay. Mit John Goodman. Das war der von Roxanne, genau. Genau, Roxanne, Arnold Spotter. Und Brie Larson, die jetzt ja auch Miss Marvel ist. Und diversen anderen Leuten. Klingt nach einer Pornodarstellerin. Müsste ich kennen. Ich sehe hier gerade, Thomas Mann hat auch mitgespielt. Okay. Ich glaube nicht, dass das der Autor ist. Nee, ich kenne den nicht mal. Das war dann halt aber wenigstens kein... Also nicht die King Kong-Geschichte, wie sie davor schon dreimal im Film erzählt wurde, sondern es hat so am Ende des Vietnamkriegs gespielt und die Soldaten sind in der Truppe Forscher zu dieser geheimnisvollen Insel, weil sie haben sie jetzt entdeckt und bevor die Russen sie auch finden, geht man dann lieber dahin. Der hat mir Spaß gemacht. Ja. Und dann gab es, ich glaube, 2017 müsste das gewesen sein oder 2018? Mhm. Okay, 2019. Godzilla 2, King of the Monsters. Da taucht dann Godzilla wieder auf mit anderen Monstern aus seinem Universum. Mit dem Flugsaurier Rodan und Mothra und so weiter. Jetzt sage bitte nicht, dass Mothra eine riesige Motte ist, oder? Ja, natürlich. Das ist die in den klassischen Filmen immer von diesen zwei winzigen Zwillingszwergen begleitet wird oder herbeigerufen wird. Schade, dass Kopfschütteln nicht im Podcast zu sehen ist. Ja. Es gibt 4 Mothra-Filme, die ich übrigens auch in meiner Godzilla-Retrospektive geguckt habe. Mhm. Aber die fand ich jetzt alle nicht so wirklich überzeugend. Manchmal ganz lustig, aber nicht überzeugend. Okay. Ja, und dann gibt es Godzilla vs. Kong. Beziehungsweise den gibt es noch nicht. Okay. Der sollte schon rauskommen, dann ist er auf Herbst verschoben worden und mal gucken, was Corona noch so alles verschiebt. Skull Island ist doch die Insel, wo der Affe wohnt, oder? Genau. Warum ist der mal Kong und mal King Kong? Ich meine, hat sich das Regierungssystem mittendrin geändert, dass der jetzt auf einmal gewählter Präsident ist und deswegen nur Kong heißt? Oder spielt das vor seiner Krönung zum König? Genau das. Ich habe einen Podcast gehört, wo sie das auch diskutiert haben. Mhm. Das Ganze hier wird als Vorgeschichte zu King Kong gesehen, als er einfach nur Kong war. Über wen herrscht er da? Über die Insel. Und es gibt da so komische Wurmmonster. Oder Würmer sind es auch nicht. Wir haben beide. Also irgendwie so komische Schädelviecher sind es. Raketenwürmer. Ja, nur nicht ganz so cool. Okay. Die unter dieser Insel lauern. Mhm. Und
er hält die halt im Zaum und es gibt andere Riesenmonster, was weiß ich, Riesenspinnen, Saurier und was weiß ich alles. Mhm. Mhm. Und über die herrscht er. Ah. Dann ist es aber eigentlich eine ziemlich dumme Idee, den von der Insel wegzuholen. Ja, in den Originalfilmen, das sind ja auch immer überhaupt nicht rassistisch, die Eingeborenen, die ihm Frauen darbieten. Mhm. Was man sich irgendwie gar nicht vorstellen will. Mhm. Das ist richtig. Und, ja. Und gut, da geht's um Geld. Ich glaube, im Original wollen sie einen Film machen. In den 70er Jahren geht es um Öl. Klingt irgendwie typisch amerikanisch. Ja. Wie sind wir eigentlich darauf gekommen? Ach so, was ich für Filme geguckt habe. Genau. Ja, was habe ich denn noch geguckt? Ich habe viel Zeug geguckt. An das meiste erinnere ich mich leider kaum noch. Rubber habe ich geguckt. Okay. Der beste Killerreifenfilm, den es gibt. Okay. Ja, es geht um einen Reifen. Du hast meine Aufmerksamkeit. Das klingt wie eine King-Geschichte. Ja, leider klingt das so. Ist es aber nicht. Es ist ein Autoreifen namens Robert. Ja. Er wacht zum Leben und überrollt erstmal ein paar Tiere. Mhm. Später bringt er auch noch Tiere dazu mit Telekinese, dass sie explodieren. Mhm. Das Reifen halt zu machen. Und dann kommt er zu einem Highway. Mhm. Er will dann auch Menschen töten, wird aber dann gestoppt. Er wird selbst angefahren. Okay. Ich kann sich aber später dann rächen. Und das Ganze wird ständig von Zuschauern beobachtet. Also es ist wie so eine zweite Handlungsebene, dass die halt da einfach in der Wüste sitzen, in der dieser Reifen rumholt. Ganz ehrlich, nach dem, was du so erzählst, würden King und Disney zusammen was machen, käme das bei raus. Jetzt muss nur noch gesungen werden. Nee, gesungen wird nicht, aber die Zuschauer mischen sich so gegen Ende dann in die Handlung mit ein. Hm? Und soll ich dir verraten, wie es ausgeht? Ja, bitte. Also der Reifen wird in so einer Bonnie und Clyde-artigen Situation zerschossen. Mhm. Dann als Dreirad wiedergeboren. Tötet den letzten Zuschauer und rollt mit anderen Autoreifen nach Hollywood. Das klingt nach einem Film, den ich mir unbedingt angucken muss. Er ist, ja. Also wenn man weiß, was einen erwartet, macht da mehr Spaß. Mhm. Wenn man hier irgendwie einen Horrorfilm oder irgend sowas sich erwartet oder irgendwas, das Sinn ergibt, mhm, dann könnte man Probleme haben. Na, das ist tatsächlich ein lustiger Film. Klingt gar nicht schlecht, ja. Also doch, klingt schlecht, aber auf seine Art gut. Ich habe gerade den Wikipedia-Artikel von Brie Larson auf. Und ich habe nicht einen Film gesehen, den sie gemacht hat. Warte, lass mich mal gucken. Also ich habe neben dem hier natürlich... Na, Brie Larson... Die ist übrigens nach dem Käse benannt. Das habe ich auch gesehen. Ich fand das faszinierend, weil ich es erst falsch geschrieben hatte. Raising Dead, die Fernsehserie, sagt mir was, glaube ich. Keine Ahnung. Das habe ich nicht geguckt. Nein. Ghost Whisperer, gut, da war nur eine Folge dabei. Taras Welten, die Serie habe ich gesehen. Erinnere ich mich nicht an sie. Scott Pilgrim, natürlich. Ein Scott Pilgrim war sie dabei. Sehr guter Film.
Okay. 21 Jump Street, Community war sie 3 Folgen, Kong Skull Island und dann die Marvel-Filme. Ansonsten habe ich, glaube ich, auch von ihr nichts gesehen. Dann habe ich mal wieder Star Trek 5 am Rande des Universums geguckt, weil der Track am Dienstag-Podcast da angelangt war. Okay. Und das ist ja einer der schlechtesten Star Trek-Filme der Original-Crew, wahrscheinlich der schlechteste sogar. Weil warum braucht Gott ein Raumschiff? Die berühmte Frage aus diesem Film. Okay. Ja, er ist wirklich ein bisschen doof. Bei dem Titel musste ich irgendwie sofort hier an den Per Anhalter durch die Galaxis-Mensch denken. Ja. Wegen Restaurant am Ende des Universums und so. Ja, da halten sie auch still und essen was. Nein, nicht wirklich. Ich habe den neuen Terminator geguckt. Es gibt einen neuen Terminator. Terminator Dark Fate mit, mit Arnold Schwarzenegger. Ja, nicht nur, auch Linda Hamilton. Wer ist das denn? Bei Sarah Connor. Die Originale. Nee. Doch? Nee, die singt. Bring mich nicht durcheinander. Nein, ja, nein. Die haben wahrscheinlich festgestellt, dass, weil der letzte Halloween-Film so ein Erfolg war, mit Jamie Lee Curtis wieder in der Hauptrolle, da haben sie auch alle Fortsetzungen ignoriert und haben einfach Fortsetzungen zum Original gemacht mit den Originaldarstellern. So haben sie das hier dann auch versucht. Oder Fortsetzung zu Terminator 2, weil, ja. Okay. Ja. Da hat sie dann da auch mitgespielt. Aber er war leider, ich weiß nicht. Sie konnten nicht genug Twist reinbringen, als dass es einen überrascht hätte. Ach, jetzt guck mal hier. Diese Linda Hamilton hat auch in King Kong Lives von 1986 mitgespielt. Ach ja. So schließt sich der Kreis. Ja. Da war sie die weibliche Hauptrolle, die mit King Kong dingst. Experimentiert? Ja, nennen wir es so. Ja, sie hat in der 80er-Jahre-Serie Die Schöne und das Biest lange mitgespielt. Ich glaube, die ersten 2 Staffeln, die letzte dann nicht mehr. Mhm. Und in Weeds. Weeds war eine coole Serie. Aber auch nur 3 Folgen. Okay. Nehme ich mal so hin. Nein, sie hat 3 Folgen mitgespielt. Die Serie war auch an sich cool. Was habe ich denn noch gesehen, so was Schönes? Da sind die Mothra-Filme. Angel Heart habe ich geguckt. Mhm. Den hatte ich vor Ewigkeiten schon mal gesehen. Und ich habe mich nur an etwas erinnert, das auch immer noch das Beste ist. Das ist der aus Buffy, ne? Nicht ganz. Aber da spielt Lisa Bonet mit. Das ist die eine der Töchter aus der Bill Cosby Show. Okay. Und wenn du die mal nackt sehen willst, guck dir diesen Film an. Wie hieß der nochmal, sagst du? Angel Heart. Ah. Mit Mickey Rourke und Robert De Niro als Teufel. Es ist halt so ein okkulter Film noir in, das, in New Orleans. Er ist ein bisschen abgedreht, aber ich finde ihn gut gemacht und er macht schon Spaß, wenn man nicht braucht, dass die Handlung super viel Sinn ergibt. Ich guck mal, ob ich den mir ausleihen kann. Und natürlich ist, wenn man Robert De Niros Rollennamen sieht, Louis Seifer, kann man schon erkennen, wer das wirklich ist. Ja. Ja. Genau. Die Produktionskosten betrugen ca. 17 Millionen Dollar.
Das Einspielergebnis belief sich auf 17,2 Millionen Dollar. Ja, ich habe nicht gesagt, dass es ein Erfolg war. Interessant. Aber ich glaube, also ich würde sagen, es ist ein bisschen unterbewertet. Dann habe ich mir mal die Porky's-Filme angeguckt. Das sagt mir überhaupt nichts. Das sind so, ich glaube, die gibt es auch gar nicht auf Deutsch. So Sexkomödien aus den 70er, 80er, frühen 80ern, glaube ich. Okay. Nicht wirklich gut. Ich habe viel von denen gehört, dass die so ja, für das Genre wegweisend sein sollen. Ich fand es relativ schwach. Der erste geht noch, aber zwei und drei. Ja, nö, lieber nicht. Okay. Die Glücksritter habe ich geguckt mit Danny Freud und ja. Das sagt Eddie mir was. Murphy und Jamie Lee Curtis. Mehrfach oben ohne. Es gibt da so ein paar rote Fäden, die sich durch deine Filmlisten ziehen, habe ich das Gefühl. Ja. Und dann bin ich aktuell dabei, Psycho zu gucken nochmal. Okay. Also ich habe jetzt das Original, also den Klassiker von Hitchcock, dann dieses Remake von 98, weil das eigentlich nochmal genau dasselbe in Farbe ist. Also das kann man eigentlich vergessen. Dann habe ich jetzt aber letzte Woche Psycho 2 geguckt. Weil Hitchcock hat ja immer gesagt, solange ich lebe, gibt es keine Fortsetzung. Ja. Und als er dann tot war, gab es dann Psycho 2, 3, 4 und die Vögel 2 und so weiter. Psycho jetzt erst recht. Genau. Psycho, jetzt wird zurückgeschossen. Der Psycho schlägt zurück. Die Rache der Psycho. Psychos Mami. Ja. Ja, da gucke ich jetzt demnächst noch Teil 3 und 4. Und dann gibt es noch eine sehr schöne, sehr umfangreiche Dokumentation. Okay. Und ich konnte mir endlich Bates Motel besorgen. Und zwar nicht die Fernsehserie, die will ich auch jetzt im Sommer gucken. Die habe ich nicht die ersten zwei Staffeln bis jetzt nur gesehen. Ja. Sondern es gibt einen Fernsehfilm, der als Pilotfilm geplant war von 1987. Wo das Motel ja, von Geistern heimgesucht wird. Und die Leute, die dann halt dort hinkommen, erleben so Geschichten, so Richtung Love Boat und Fantasy Island. Aha. Das hätte ich echt cool gefunden. Ja, Bates Motel wird dann, ich gucke ja im Sommer immer weniger, weil zu warm, keine Lust. Aber das wird so die Serie sein, mit der ich die Zeit dann überbrücke im Sommer. Erstmal. Nicht schlecht, nicht schlecht. Dann habe ich dieses Wochenende jetzt angefangen, Critters zu gucken nochmal. Es gibt ja nicht nur die vier alten Critters-Filme, ich habe jetzt die ersten drei nochmal geguckt. Ich werde, wenn ich die durchhabe, als Premiere Critters Attacks gucken aus dem letzten Jahr. Ah, ja. Den ganz neuen. Ich bin gespannt, wie schlecht er ist. Er soll nämlich nicht gut sein. Da bin ich gespannt. Den würde ich mir, glaube ich, auch mal anschauen. Da muss es doch bestimmt irgendeine Möglichkeit geben. Na klar. Wobei ich auch keine deutsche Fassung davon gesehen habe. Das können wir mal machen, wenn wir unsere Raketenwürmer Retrospektive starten. Ja. Die Frage ist nur, machen wir dann auch die Raketenwürmer Fernsehserie oder nicht? Es gibt eine Raketenwürmer Fernsehserie? Ja, teilweise sogar mit den Originaldarstellern. Oha. Aber nur eine Staffel. Aus gutem Grund? Sie ist gar nicht so schlecht, aber inhaltlich dann doch ein bisschen langweilig teilweise. Ja. Romeo und Julia habe ich geguckt. Welchen? Die 90er-Jahre-Fassung mit, wie heißt er? Titanic. Genau, ja. Leonardo DiCaprio und Claire Danes, ja.
Der ist doch schön. Der ist auch gut. Der ist auch heute, wirkt auch heute noch schön. Es ist zwar teilweise die stilistischen Mittel ein bisschen übertrieben, aber doch. Ja, ich mag den. Die 90er Jahre halt. Ja. Und Feld der Träume habe ich geguckt. Mit Kevin Costner. Wenn du es baust, wird er kommen. Wo er in seinem Maisfeld das Footballfeld baut und dann die Geister der Spieler erscheinen. Ich habe davor gesessen und dachte, also die Stimmen aus dem Mais kamen, das ist wie Kinder des Zorns. Ja. Und ich habe noch mal einen meiner Lieblingsfilme mal wieder geguckt, California. Mit David Duchovny vor Akte X. Mit Brad Pitt. Auch vor Akte X. Auch vor Akte X und ein sehr früher Brad Pitt, also ich weiß gar nicht, was er davor schon alles gemacht hat. Ich glaube, Thelma und Louise war er dabei. Und er spielt hier so einen richtigen Hinterwäldler-Assi. Okay. Und Serienkiller. mit Juliette Lewis, die du vielleicht aus Natural Born Killers kennst. Nein. Nein, schade. Auch ein Film, den ich sehr mag. Okay. Und auch eine Schauspielerin, die ich sehr mag. Auch wenn sie irgendwann auch durchgeknallt ist, zu Scientology gegangen ist und naja. Aber und mit Michelle Forbes, die, ich keine Ahnung, was die alles gemacht hat. Ich kenne sie nur aus Star Trek The Next Generation, wo sie in den späteren Staffeln die Rolarin gespielt hat. Mhm. Kennst du wahrscheinlich auch nicht. Nee. Mhm. Ja, die und Duchovny, die spielen ein Pärchen, also er ist Autor und sie Fotografin. Mhm. Und sie haben die Schnauze voll und sie wollen nach Kalifornien. Mhm. Und sie wollen unterwegs ein Buch schreiben über Serienmörder in Amerika. Mhm. Recherchiert an Originalschauplätzen. Mhm. Und weil sie die Fahrt halt nicht leisten können, hängt der einen Aushang in die Uni. Hier, wer will mit? Wir teilen uns die Fahrerei und das Benzin. Mhm. Und dann meldet sich halt Brad Pitt mit seiner Freundin, weil der hat gerade seinen Vermieter umgebracht und will auch weg. Und das Ganze wird dann teilweise halt wirklich blutig. Mhm. Klingt aber irgendwie interessant. Ich mag den Film. Man merkt ihn natürlich auch die frühen 90er an. Na klar. Also so raus aus den actionlastigen 80ern hinein in dieses düstere 90er Jahre. Das merkt man uns allen an. Ja. Ja, wir sind jetzt in unseren 90ern, das ist was anderes. Ach ja. Die Pistazie war ein bisschen stark geröstet. Vielleicht war es gar keine Pistazie. Kann gut sein. Die Kakerlake war aber gut gewürzt. Ja, schmeckt alles wie Hühnchen. Ach ja. Schicken. So, leer. Ach ja. So, für alle, die uns natürlich nicht nur hören, sondern gerne sehen wollen, den Stream zu dieser Sendung könnt ihr euch bei YouTube anschauen. Den Link packe ich in die Shownotes. Wir haben Shownotes? Den Link packe ich in die neu erfundenen Shownotes bei uns. Okay. Aber passt auf, wie gesagt, ich liege in der Badewanne. Mhm. Ich kann nicht behaupten, dass der Schaum hält. Und der Floh ist nur auf Seerohrtiefe. Ich beobachte euch nicht mit den Augen. Genau. ich muss dich noch mal ganz kurz mit unserem Pupslekum alleine lassen. Okay. Ich brauche ein Taschentuch. Ach, fuck. Na, egal. Das habe ich gehört. Tja. Tja, tja, tja. Yeah.
Tja. Yeah.